Wir sind am Bärensee heute unterwegs und am Bärensee suchen wir heute einfach mal blind die Goldschleier. Komplett verwegen, aber irgendwo wird das Ding schon reingehen. Also rennen wir los hier quer über die Map und wir suchen uns einen der drei ultimativen Spots hier an dem Gewässer. Mal eben orientieren. Alter! Diese Vögel in dem Game, das kannst du dir nicht ausdenken. Aber schlagartig ist mir aufgefallen, wo wir hier sind. Dieser Vogel zwitschert halt hier immer hart rein. Kannst du dir wirklich nicht ausdenken. So, da oben sind wir. Am Bärensee. Oben auf F4. Und wir werfen hier vorne hin. 22 Meter. Gerade eben noch mit dem Koboldchen geschrieben. Allen, wo ist denn hier und wo hast du denn? Der hat nämlich gerade eine Goldschleie gefangen. Hier an der Stelle. Und hier testen wir das mal auch. Und als erstes drehen wir den Sound runter, denn das ist nicht auszuhalten. So, jetzt bauen wir uns ein ganz entspanntes Setup zusammen. Zack, zack, zack. Also, ganz simpel. Ich bin jetzt hier mit den Fiederrouten. Ich bin noch nicht mit dem Karpfen-Setup unterwegs. Gehe jetzt hier ein bisschen leichter, ein bisschen kleiner rein. Ich baue das erste Setup mal zusammen. Und wir bauen uns das dritte Setup zusammen. Das jetzt hier auch wieder mit Pop-Up-Rig. Hier variiere ich jetzt allerdings gleich das Vorfach. Mache jetzt hier auch wieder den 1er Haken drauf. Mache jetzt hier gerade Kokos und Sahne 16er Pop-Up. Und das Ganze mit dem Sahne-Dip, das heißt Schwerpunkt hier auf Sahne. Und bei den Vorfächern wollte ich ja in letzter Zeit mal so ein bisschen mehr Variation reinbringen und ein bisschen probieren. Das heißt, ich baue mir jetzt ein neues Vorfach. Fiederrouten Vorfächer brauchen wir. Ich nehme ein Vorfach mit einer Länge von 30 cm und dann tippen wir hier oben mal ein Soft. Soft. Und ich glaube, damit das so einigermaßen fair ist, weil die anderen haben eine Tragfähigkeit von ungefähr 18 Kilo, gehen wir hier mal auf 15 Kilo Soft. 15,8, 15,8, perfekt herstellen. So, da ist es unter Mono und dann haben wir den Rest hier auch fertig. Bremse, ja, ist auf allen Routen gleich. Und ich werfe aus auf 22 Meter, hat er gesagt. Zack. Also wir sind mit 22 Meter vielleicht knapp hinter der Muschelbank, die dort existiert. Die ist so ungefähr auf 20 Meter. Also, was haben wir jetzt hier für einen Unterschied? Wenn wir uns das hier im Detail nochmal angucken. Ganz normal, klassisch hier mit dem gesamten, also ein klassisches Feeder-Setup hier auf Pop-Up-Rig. Und dann haben wir hier geflochtenes Karpfen-Vorfachsmaterial. Also das ist hier eine geflochtene Schnur, wie in dem letzten Short-Video zu den Vorfächern. Ich verlinke das nochmal eben, wie da schon alles erklärt. Da haben wir die Infos dann nochmal zu den Vorfächern. Also hier einmal geflochten und hier jetzt einmal eine Monoschnur, die eben auch sehr weich ist. Und ja, einfach als Mono vielleicht auch ein bisschen transparent und so eine leichte Dehnung auch mit drin hat. Gucken wir mal, worauf die Schleien eher Lust haben. Also zweimal klassisch Karpfen, einmal hier mit Mono-Vorfach und bisher nicht eine Futtermische draußen, gar nichts in der Art. Und ich glaube, da baue ich vielleicht gleich nochmal eine Schleien-Futtermische. Also, wie könnte so eine Schleienfuttermische aussehen? Gehen wir mal rein. Wir drücken hier N und gucken unter Futtermische. Ich glaube, ich nehme mal, dadurch, dass wir jetzt auf 22 Meter sind, entweder eine Futterrakete oder wir müssten einen Fiederkorb nehmen und das Ganze umbauen und wieder auswerfen. Oder, wenn wir denn schon den Skill haben, nehmen wir eine Trockenmische und PVA. Weil wir den Skill schon haben, nehmen wir das einfach. Und weil wir auf Schleien gehen, nehmen wir Mais. Mais ist immer gut. So, Mais als Basis. Was ist noch immer gut? Sahne. Denn wir sind ja jetzt hier gerade mit Kokossahne unterwegs.
Das heißt, wir nehmen erstmal direkt hier die großen süße Sahne oder Sahne-Feed-Pellets. Dann gibt es, glaube ich, nochmal süße Sahne. Sahne, Sahne, Sahne. Hier haben wir süße Sahne. Nehmen wir auch die größten. Das sind die Achter. Hier haben wir 10er, 8er. Dann gehen wir nochmal rein in den Mais. So. Und weil wir ja hier eigentlich auch Kokos haben, nehmen wir jetzt hier auch noch Kokos mit rein. Also irgendwas mit Kokos wäre nicht schlecht. Wir könnten jetzt tatsächlich entweder Kokossahne nehmen oder so eine Kokosfruchtkombination. Ist aber schwierig, ne? Denn woher will man wissen, was die mögen? Letzten Endes müsste man es einfach testen. Und weißt du was? Ich bleibe hier einfach bei Kokossahne. Auch hier nochmal große Feedpellets, die 12er. Und wir machen das Ganze hier, glaube ich, auch mit Sahne einfach rund. Es gibt noch andere Kombinationsmöglichkeiten. Also je nachdem, welchen Köder wir verwenden. Wenn wir zum Beispiel jetzt einen Käse nehmen, können wir natürlich auch Käse mit in die Futtermische nehmen. Auch da Sahne mit reinnehmen. Und sowas wie Hanf können wir mit reinnehmen zum Beispiel auch. Das klappt auch immer wieder ganz gut. Aber jetzt für diese sahnige Köderkombi nehmen wir dann einfach auch insgesamt das Ganze sehr sahnig. So, und weil das so ein Klassiker ist, machen wir das direkt ein paar Mal mehr. Und dann tüdeln wir das Ganze hier in das PVA-Netz rein. Und das letzte machen wir dann auch noch. So, dann haben wir jetzt verschiedenste PVA-Größen. Bisher noch nicht wirklich viel los hier. Na guck, erster Biss auf Soft. Auf Monoschnur Soft. Guck mal da. Das scheint mir aber gerade keine Schleie zu sein. Das wäre aber eine mächtige Raketenschleie, die hier reinballert. Wobei so eine Super Trophy würde ich auch mitnehmen von der Schleie. Goldschleien Super Trophy auf 15 Kilo Vorfach. Das würde auch schmecken. So. Das Schöne ist jetzt hier bei diesem Vorfach oder bei diesem gesamten Setup, wir sind jetzt hier eigentlich schön entspannt unterwegs, kann man wirklich sagen. Also wenig Verschleiß, weil Mono-Vorfach und Mono-Hauptschnur. Dann wenig so Kopfschläge und große Action auf der Actionbar, weil die Mono-Schnur federt halt alle schön ab. Also es ist insgesamt einfach ein relativ entspanntes Angeln jetzt hier. Nachteil natürlich, wir haben jetzt hier gerade im Moment nicht so ganz viel Tragfähigkeit. Aber in Gänze passt das immer noch, ne? Wir sind ja hier auch mit der HSV als Rolle unterwegs. So viel Bremskraft haben wir ja auch gar nicht. Das heißt, wir müssen auch gar nicht so dicke Schnur nehmen oder dicke, fette Vorfächer. Hilft ja alles nichts, wenn wir das Ganze mit der Bremse auch eh nicht bremsen können. Brauchen wir auch keine 30 Kilo Schnur, ne? So, komm mal ran hier. Was haben wir denn? Schönen Spiegelkarpfen. Na guck, der hat als erstes Bock. Ich weiß noch, vor Jahren war das eigentlich ja immer so gang und gäbe hier, schön mit den Mono-Vorfächern einfach eben auch auf den Karpfen zu gehen. Aber das war alles auch vor der Zeit des Bernsteinsees, da gab es das Gewässer noch gar nicht. Und dazu dann eben auch die ganzen Vorfachsarten und so weiter, Boilie-Arten, das gab es da halt alles nicht. Da war das mit dem Mono hier ganz normal. So, jetzt natürlich die große Frage. Eigentlich ist es nicht die Frage, denn ich will es auf jeden Fall testen hier mit Sahne Schleie. Zack, ich nehme das große PVA, schmeiß raus hier auf 22 Meter. Zack. Und dann gib ihm. Und hier war auch gerade noch was dran. Bam, jawohl. Hoch mit der Bremse. Ja, da können wir schön rein. Also auch die ersten Bisse jetzt, ne? Es geht also schon gut los hier. Gerade mit dieser Köderkombination, eine der ultimativen Köderkombinationen am Bärensee. Kokos, Sahne, Pop-Up mit Kokos, Sahne, Mais und dann entweder Kokos, Sahne, Dip oder nur Sahne, Dip und dann gib ihm. Ausgeschlitzt, einen Meter vorher, war auch eh zu klein. Den hätte ich wieder reingeschmissen, dann kann er auch drin bleiben. So, Sahne. Also das Ganze hier nochmal.
22 Meter der Clip. Wir werfen hier so schön locker flockig über die Reling da vorne, über die Spitze und werfen erstmal den gesamten Bereich hier schön an, dass da hinten, also in dieser Area, alles schön angefüttert ist. Wie gesagt, hier entlang, ziemlich genau so, zieht sich, ich kreisel das mal, wie dick das ungefähr ist, also hier zieht sich jetzt so eine Muschelbank lang. Übrigens hier auch nochmal. Müsste man auch nochmal ein bisschen mehr testen. Diese Area hier ist auch nochmal eine Muschelbank. Aber hier, also von hier, das geht eigentlich fast bis zu dieser Grenze von dem Dunklen. Also in diesem Bereich ist alles Muschelbank. Und wir werfen jetzt hier quasi, ich würde sagen, knapp hinter die Muschelbank müsste das sein. Vielleicht an die Kante von der Muschelbank. Normalerweise würde ich eher so auf 20 bis 21 Meter werfen hier. Und ja, 22 finde ich eigentlich schon ein bisschen zu weit, weil es halt knapp hinter der Muschelbank ist. Aber testen. Vielleicht lungern da ja dann auch noch die Goldschleien rum. Und Koboldchen hatte ja hier gerade tatsächlich eine gefangen. Von daher habe ich da ja vielleicht auch Glück und da geht was rein. Jo, jetzt heißt es natürlich abwarten. Testen, testen, testen. Geduld haben. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, was sich hier jetzt tut. Mit diesem 15 Kilo Vorfach. Gerade im Vergleich eben zu den ganz klassischen Karpfenvorfächern. Gucken wir mal, was sich hier tut. Und ich glaube, damit wir das hier auch nochmal richtig hinkriegen, auch mit der Futtermische und allem. Wir haben gerade von der Uhrzeit her gleich 16 Uhr. Das ist immer die perfekte Zeit für mich zum Anfüttern. Also nochmal raus hier mit der Sahne. 22 Meter ist eingestellt. Ich baller hier jetzt nochmal dreimal rein. 1, 2 haben wir schon draußen. Jetzt kommen hier nochmal drei Futtermischen hinterher. Damit wir jetzt die ganze Area hier richtig schön angefüttert haben. Und jetzt kommt die dritte. So. Auch nochmal schön hinterher. Perfekt. Und jetzt lassen wir das Ganze hier schön einwirken sozusagen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen. Und ich denke mal dann so in Richtung Abendstunden, so in Richtung 18 Uhr rum, dann sollte es hier nochmal richtig gut abgehen. Von daher machen wir nochmal kurz einen Break jetzt hier und ich warte einfach ein bisschen ab. Und da geht auch einer rein. Gucken wir mal, was wir hier haben. Und es zieht sogar richtig schön ab, aber ist klar, ich habe hier die Bremse noch alles relativ locker gehabt. So, gucken wir mal, was wir hier haben jetzt. Kommen so langsam die Schleien. Na, das sieht doch schon gut aus. Es kommen so langsam die Schleien. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wenn die normale Schleie da ist und wir schön viele normale Schleien hier anlocken können, dann ist das doch nicht verkehrt. Ich liebäugel damit. Weißt du was, wir machen das direkt. Ich liebäugel mit einem nochmal kleineren Köder. Also 16er und ich nehme einmal noch 12er. Ruhig nochmal ein bisschen kleiner reingehen, denn, und da zuppelt es wieder los, denn wir wollen natürlich, ja, am besten gar nicht so viele Karpfen und wenn, dann nur die kleinen und die Schleie in groß, ja, die ballert natürlich auch mal auf einen 16er Boilie, aber ich glaube ein 12er könnte auch gut reichen. Also 12er Boilie für Schleie passt doch. Gucken wir mal direkt, was hier drauf ist. Hier jetzt wieder die Testroute sozusagen, da bin ich ja immer sehr interessiert dann. Oh, das scheint aber sehr klein zu sein. Ja, das ist auch wirklich nichts Großes. Na? Heieieiei. Das ist eher nicht so gut. So, direkt wieder raus damit. Alter Falter, es geht hier die ganze Nacht durch, ne? Du kannst es dir auch nicht ausdenken, wie gut das einfach läuft hier. Und wir haben mittlerweile jetzt schon gleich die Morgenstunden. Das heißt, so um 4 Uhr schmeiße ich gleich die nächste Futtermische rein. Also, es läuft wirklich gut. Der Kescher fühlt sich zwischendurch immer mal wieder ein bisschen was Komisches, Kleines dabei, aber viele schöne Schuppenkarpfen. So sieht der Kescher aus.
32 Minuten, halbe Stunde, das Kescherbild. Leider bisher noch keine Goldschleie, aber ich werde jetzt gleich, gucken wir mal, wenn der nächste Biss hier reinkommt, die nächste Ladung Futtermische reinwerfen. Das heißt, so um 4 Uhr jede Rute oder einfach dreimal hintereinander, zack, dreimal neue Futtermische, danach wieder runter, das reicht dann wieder. Bisschen anfrischen, bisschen auffrischen das Ganze, damit wir eben jetzt gleich für die heiße Phase so gegen 5, 6 Uhr morgens nochmal ein bisschen Futter da drin haben und dann lüppt das Ganze. Aber in der Zwischenzeit gucken wir jetzt mal eben kurz in den Kescher rein. Denn ja, wie gesagt, die Nacht war heiß, da lief einiges und wir haben jetzt hier in 30 Minuten 160 Silber gemacht. Schmeckt. Auf so leichtem Setup, einfach nur mit diesen kleinen Boilies, 16er, 12er, Kokossahne als Pop-up das Ganze. Einige Schleien sind wie gesagt dabei, ich hoffe da geht noch ein bisschen mehr. Goldschleie ist einfach super selten. Wenn ich Glück habe, ballert noch irgendwann im Laufe der Zeit eine rein. Wenn mal in einer Stunde nicht eine Goldschleie reingeht, ist das normal. Also nicht so selten, aber das ist halt bei den seltenen Fischen so. Testen, testen, testen und irgendwann hat man verdammt viel Glück und dann geht die Trophy da rein. Goldschleie mit über 4 Kilo. Irgendwann will ich sie nochmal haben, denn damals gab es das Trophäenbuch noch nicht und deswegen muss ich sie auch nochmal fangen, damit sie dann irgendwann auch hier bei mir am Bärensee im Trophybuch mit drin ist. Hoppala, vielleicht ist sie ja da jetzt schon dran. Komm ran hier. Gewichtsmäßig schon nicht so schlecht. Na? Ne, der nächste Schubi. Ei, 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 ei. Aber alles nicht so wild. Wie gesagt, kohlemäßig läuft das Ganze hier. Siehst du, 4,3 hätte ich schon mitgenommen als Goldschleie. Petri Lümmels testet auch einfach mal hier den Spot. Ob das jetzt hier so auf 20, ich sag mal so zwischen 20 und 22 Meter, sieht das ganz gut aus hier an der Stelle. Auf jeden Fall mit dieser Köderkombination testen. Und wenn ihr Bock habt, testet doch auch mal dieses hier mit diesem Soft-Mono-Vorfach. Was ihr da für Ergebnisse erzielt, gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bin sehr gespannt, was da abgeht und ob da was abgeht und ob das auch anders ist für euch. Ich bin da echt gespannt. Einfach mal ein bisschen testen und ausprobieren, ein bisschen was Neues rumprobieren. Da scheint der nächste Amur ranzuzubbeln. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.